Westentaschenfrästisch. Guido Henn hat ja im Laufe der Zeit in der Zeitschrift Holzwerken, auch in seinen Büchern, jede Menge Modelle von Frästischen hergestellt. Das sind sehr große Frästische, es sind sehr einfache Frästische und es gibt ein ganz, ich helfe dir eben, Guido, ja. Es gibt ein ganz einfaches Modell, das haben wir jetzt hier. Okay, das stellen wir jetzt hier auf unsere Position, damit wir das in der Kamera auch gut sehen. Ja. So ist es richtig. Perfekt. Das ist also der einfachste Frästisch, den du für Holzwerken produziert hast. Hat eigentlich aber alle Bestandteile, die die großen richtig. Geschwister auch haben. Wir haben eine Platte, wir haben eine Öffnung, wo der Fräser genau. durchschaut. Wir haben einen Anschlag, der verstellbar ist. Wir haben unten natürlich eine einfache Höhenverstellung. Alles da eigentlich. Sicherheitsschalter. Sicherheitsschalter natürlich, ja. Das sollte man immer dabei haben. Absaugmöglichkeit von hinten, man kann das dann, je nachdem, was die Oberfräse für Möglichkeiten bietet, auch noch mit einem Y-Stecker erweitern, dass man auch noch von unten absaugt. Ja. Das wäre natürlich noch besser. Ja. Aber das ist jetzt bei dieser Maschine, habe ich das nicht drin. Aber man kann jetzt wunderbar mit dem Frästisch arbeiten. Und wenn man mal schaut, was die Materialkosten sind, wir liegen hier ungefähr bei 30, 40 Euro. Und das ist recht günstig und dafür kriegt man keinen gekauften Frästisch. Ja, ja. Und wir haben hier eine Unterspannlösung, die ist gekauft. Und das ganze, dieser ganze Frästisch ist ein Bauzeiten entspannter Samstag, würde ich sagen. Dann habe ich einen wunderschönen Frästisch, wo ich kleine und mittelgroße Teile wunderbar drauf fräsen kann. So, wir haben natürlich auch Fragen zum Frästisch. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Ich lese wieder vor. Hallo Herr Henn, haben Sie ein paar Tipps, um Kleinteile sicher auf dem Frästisch zu halten und am Fräser vorbeiführen zu können? Ja. Gerade beim Fräsen ist natürlich immer ganz wichtig, Handsicherheit. Klar. Wie schütze ich meine Hände richtig? Wie komme ich da ohne Unfall davon? Ja, es gibt ein einfaches Projekt, was man auch leicht am Wochenende ein paar Stunden gemacht hat. Das ist diese Vorrichtung, diese Spannarme. Und zwar sind es nichts anderes als 4x6er Kanthölzer. Mhm. Die einfach, wie kann es anders sein, über 8 mm Gewindegestänge, das Ganze verbunden ist. Wir haben ein paar Flügelmuttern, ein paar normale Achtermuttern. Und was wir noch brauchen, sind, das sieht man hier vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera das sieht, doch drüben, das sind sogenannte Eindrehmuffen, Rampermuffen auch genannt, die sind da noch verbaut. Also außen Holzgewinde, innen Metall, ganz genau. Metrisches Gewinde. Ja. Genau. Und damit kann ich jetzt diese Arme beweglich machen und quasi Werkstücke in diese Arme einklemmen. Eine und Zange sozusagen. Genau, wie eine Zange. Und es gibt ja auch ähnliche Zwingen, die so aufgebaut sind. Und mit dieser kann man das wunderbar machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein solches Werkstück habe, ein solches schmale Werkstück, was ich jetzt hier einsetzen wollte, fräsen wollte, dann ist es einfach zu gefährlich. Die Finger sind viel zu nah am Fräser dran. Da ist man natürlich mit dieser Vorrichtung deutlich weiter entfernt. Und was die Vorrichtung auch noch bietet, mal gucken. Ja, spannend, genau. Ja. Und was die Vorrichtung auch noch bietet, sie hat gleichzeitig eine durchgehende Fläche. Also ich verlängere die Fläche auch noch. Und es ist wirklich richtig fest. Und ich kann dann auch sogar mein Werkstück so einschwenken. Das ist als, wo man es einsetzt, ist zum Beispiel bei dieser Vorrichtung, ich drehe sie mal kurz rum, da sieht man von oben, wie sie aussieht. Dort oben ist die Möglichkeit, auch eine 17er Hülse reinzustecken. Und damit kann ich dann Dominos oder falsche Zapfen in ein Stirnholz einfräsen. Ja. Und damit man das Stirnholz dann auch einklemmen kann, gibt es diese verstellbaren Anschläge. Und das wäre zum Beispiel so eine Anwendung für diesen Frästisch und für diese Spannlage. Und da geht es namentlich dann wohl um diese, um die Langlöcher, genau. die du hier fräsen willst, damit man sozusagen das leicht herstellen kann. Sicher natürlich. Und es geht um Einsetzfräsen. Einsetzfräsen braucht drei verschiedene Dinge eigentlich. Ich muss wissen, wann ich reinkomme, ich muss wissen, wann ich raus muss und ich brauche eine Rückschlagsicherung. Ganz genau. Und das hast du hier mit den Klötzen diese direkt. Rückschlagsicherung ist absolut Pflicht, die muss man drauf machen. Und wenn ich sowas schon drauf mache, dann dauert es ja nicht lange, kann ich auch noch einen Endpunkt markieren. Ja. Und diese Rückschlagsicherung habe ich jetzt auch mit sogenannten Hebezwingen befestigt, weil die einfach deutlich fester spannen und sich auch nicht losrattern können, wenn ich dann beispielsweise die Maschine laufen lasse. Ja. Das heißt, Einsetzpunkt unbedingt ist nämlich auch Rückschlagsicherung. Genau, ist identisch.
und Aussetzpunkt hier vorne, damit ich weiß, wo ich aufhören muss. Gerade beim Einsetzen, sonst habe ich einfach die Gefahr, dass mir alles zurückschleudert und dann sind Richtig. Die Finger ruckzuck. Ja. Und es lohnt sich wirklich, das immer zu machen. Es ist ja hier, wir haben ja nicht nur eine Nut, die wir fräsen, sondern es sind 4, 5, 6 Nuten möglicherweise. Ja. Und da lohnt es sich, das sich einmal einzustellen und dann kann ich arbeiten. Gut. Und ich mache das mal gerade. Auch hier sollte man nicht in einem Arbeitsgang 18 mm durchfräsen. Das ist einfach zu viel, das kann der Fräser nicht. Mhm. Das kann auch die Maschine nicht, das ist ein 1400er Bosch unten drunter. Das ist einfach zu viel. Ja. So. Deswegen sollte man hier maximal die halbe Holzstärke, besser ist sogar weniger, 6, 6, 6, das heißt, dass wir irgendwann auf die 18 ja. kommen. So, und deswegen wäre es gut, wenn man natürlich nicht zu viel macht. Gerade bei den kleiner motorisierten Oberfräsen ist das ja. ganz wichtig. Ich mache es jetzt trotzdem in 2 Arbeitsgängen. Wir drehen dann einmal das Werkstück, genau. weil es einfach schneller geht. Okay. Da haben wir schon die erste Nut gefräst. Jetzt drehen wir das Werkstück einmal rum. Ich nutze wieder eine gerade Kante zum Festspannen, damit ich auch wirklich nachher eine Linie habe. Also diese Fläche und diese Fläche, das sollte alles eine Linie sein. So, und auch hier wieder schön festziehen ja. und das gleiche nochmal. Und auch hier haben wir wieder ein perfektes Durchgangsloch. Die Ein- und Aussetzpunkte muss man natürlich schon sehr präzise setzen. Also da habe ich ein bisschen geschludert. Das hätte man ja. also etwas präziser machen können. Aber vom Prinzip her sieht es schon richtig sauber aus. Und vor allen Dingen geht es recht schnell. Ja. Wenn man das mit der Stichsäge macht, also 2 Löcher bohren und ja. die dann verbinden mit der Stichsäge. Und das ist von der Qualität her ja. auch kein Spaß. Niemals vergleichbar. Ja, ja. Du hast noch mehr Sachen mitgebracht, ja. die nützlich sind, um kleine Teile auf dem Frästisch zu führen. 2 Stück sind es noch. Da ist so ein kleiner Klotz mit dem Griff dran. Genau. Das ist ein Teil, was sehr oft in amerikanischen Videos zu sehen ist, was die Amerikaner auch sehr oft benutzen. Die nennen das Pushblock, Schiebebrett. Schiebeklötzchen, ja. wie auch immer. Und es ist einfach und schnell selbst gebaut. Es gibt einen Griff, den kann man sich nach den Fingern entsprechend ein bisschen aussägen und schön abrunden. Der ist auch leicht schräg angeordnet, damit man Druck auf die Richtung des Anschlags ausübt. Und das Herzstück ist aber unten drunter diese rutschfeste Gummimatte. Ja. Das ist, kommt aus der Ladungssicherung. Und diese Gummimatte ist einfach auf dieses Holz mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt. Auch ein Stundenprojekt sozusagen. Das ist schnell erledigt. Ja. Und das Schöne ist, ich würde es jetzt nicht zum durchgängigen Nuten einsetzen. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur ein bisschen was abrunden möchte, die Kante phasen, die Kante abrunden, dann wäre das optimal, dann kann man dieses Brett einfach nehmen, auflegen und fährt dann daran vorbei. Und kann nach und nach alle diese Kanten wunderschön abrunden. Und sollte man mal abrutschen, dann ist im Höchstfalle die Vorrichtung, also dieses Schiebebrett hinüber, aber wenigstens nicht die Finger. Hauptsache die Finger bleiben heil und genau. das ist alles, was zählt. Richtig. Und du hast noch eine dritte Vorrichtung ja. mitgebracht. Ich mache mal hier schon mal die Klötze ja. weg, die stören jetzt, glaube ich. Wir haben ja in diesem Low-Cost-Frästisch, wollen wir ihn mal so nennen, haben wir ja keine Tischnut drin, in der wir einen Queranschlag führen können. Alle deine aufwendigeren Frästische haben das, aber hier haben wir bewusst darauf verzichtet. Richtig, weil es ist ja doch auch aufwendig, diese Nut noch zu fräsen. Dann muss das Aluprofil, was da drin läuft, spielfrei eingefräst sein. Das ist schon etwas kompliziert. Ja, da ja. braucht man schon ein bisschen mehr Equipment, als was eine normale Oberfräse bietet. Man kann sich aber auch sehr gut helfen mit dieser einfachen, mit diesem einfachen Winkelbrett. Es ist ein rechtwinkliges Brett. Auf dem Brett ist einfach eine Leiste aufgeschraubt. Die Leiste ist auch, das kann man hier sehen, schräg aufgeschraubt. Auch hier wieder, um gleich Druck in Richtung des
Anschlags auszuüben. Das ist wichtig, weil wenn das in die andere Richtung wäre und ich würde es wegziehen, dann würde es mir auch das Werkstück wegziehen. Also das heißt, Vorschub und Andruck gleichzeitig. In einer Richtung. Und das nimmt man sehr gerne bei Stirnfräsungen. Also wenn ich eine kurze Kante bearbeiten möchte, jetzt bei Konterprofilfräsungen beispielsweise, dann hat man ja nicht die Möglichkeit, dieses Brett an diesem Anschlag... Das sieht so schon gefährlich aus, wenn du es still machst oder trocken machst. Ja, das wird nichts. Und mit diesem Winkelbrett verlängere ich quasi diese Anlaufkante und kann jetzt auch dieses kurze Stück gefahrlos über den Fräser schieben. Mhm. Also einfach komplett anliegend am Winkelbrett über den Fräser schieben, ohne dass ich Angst haben muss, dass das Teil dann irgendwie reingezogen wird in den Fräser. Und das will ich jetzt mal kurz demonstrieren. Das geht auch noch als Splitterklotz. Auch noch eine schöne, das ist, schöne Nebeneffekte. Hast du recht. Das Schöne ist, hier hinten fräsen wir rein. Ja. Und dadurch fungiert dieses Winkelbrett auch gleichzeitig als Splitterschutz. Das auch eine super Sache ist, denn wir müssen uns keine Sorgen machen, gerade bei Querholz, dass es hinten ausreißt. Ja. Ja, dann leg mal los. Okay. Man sieht, sauber ausgefräst, es ist auch nichts ausgerissen. Das heißt, genauso wie ich es haben will, kann ich jetzt zum Beispiel eine Nut einfräsen. Das könnte auch ein Profil sein. Das machen wir jetzt nicht, weil das zu viel Umbauphase ist. Wir nehmen den Fräser, den wir drin haben. Aber auch das ist eine Anwendungssituation, die man schon mal hat. Und das alles mit einem Phoenix-Artikel, im Prinzip einer Hartholzleiste, zwei Schrauben und rechtwinklig geschnitten. Hat jeder irgendwo rumfliegen. Wunderbar, die Zeit sollte man sich wirklich nehmen. Das Geld ist nicht der Rede wert. Die Zeit sollte man sich nehmen, das zu bauen und auch immer nah am Frästisch aufzubewahren. Richtig. Und dann kann es sicher weitergehen. Genau. Besten Dank für diese Tipps zu dem Führen von kleinen Teilen. Wir haben jetzt noch eine sehr...